Thomas D. Husky wurde 1960 in den USA geboren. Man weiß nicht viel über sein Leben. Er war zeitweise Elefantentrainer im Zoo von Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee. Die Prostituierten in seiner Gegend nannten ihn Zoo Man, weil er sie meistens in den Zoo bestellte. Es kam auch zu mehreren Vergewaltigungen. Zwischen 1991 und 1992 wurden mehrere Prostituierte ermordet aufgefunden. Bald schon konnte Husky als Täter in den Vergewaltigungsfällen identifiziert werden. Am 21. Oktober 1992 verhaftete man ihn. Ermittlungen legten nahe, dass Husky auch für die Morde verantwortlich war. Dieser allerdings schwor vor Gericht, ein anderer hätte die Frauen ermordet. Ein anderer Mann mit einer anderen Persönlichkeit, der die Frauen mit seiner Stimme lockte und seinen Händen erwürgt habe. Husky nannte diesen anderen Mann Kyle. Dies legt nahe, dass Husky an einer dissoziativen Identitätsstörung litt und möglicherweise tatsächlich nur bedingt für die Taten verantwortlich gemacht werden kann. Husky wurde angeklagt, wegen Vergewaltigung und vierfachen Mordes. Für die Vergewaltigungen erhielt er eine 66-jährige Haftstrafe. Im Punkt der vier Morde konnte man trotz Souvenirs der Opfer, die man in seinem Schlafzimmer gefunden hatte, und trotz seines Geständnisses kein abschließendes Urteil fällen. Am 13. Februar 1999 wurde der Mordprozess für gescheitert erklärt. Thomas D. Husky wurde nie wegen Mordes verurteilt.